Nürnberg etabliert sich als Hauptstadt der regionalen Musikszene. Hinter mir im Franz Bayerheim geht heute die Post ab. Riot Allstars findet heuer zum ersten Mal statt. Was erwartet uns? 10 Bands, gute Getränke und gutes Essen. Zum Großteil organisiert. Warum habt ihr das überhaupt gemacht, das Fest? Ich wollte einfach mal selber mal ein Festival also organisieren. Ich wollte auch wirklich ein sehr günstiges machen. Also dann spielen halt 10 Bands um 4 Euro. Und eigentlich hätte wirklich die meisten Bands wirklich gratis gespielt. Das wäre echt voll cool gefunden. Die Getränke sind sehr billig. Also das ist auch für alle Leute leistbar. So gehe ich mal. Hi, da ist der Flo von Jack Disconnect. Und ihr schaut heute bei TV Rockblock. Ihr spielt halt auch da. Warum? Ihr spielt vor allem gratis da, oder? Ja, klar, wir spielen gratis. Wir wollen die Jugend unterstützen. Wir sind eingeladen worden von einem jungen Mitglied, Kevin, der sich um das alles kümmert und der dann der Bandkoordinator ist und sich auch um uns da kümmert und schaut, dass wir verpflegt sind und Backstage, soweit man das Backstage nennen kann, alles haben, was wir brauchen. Und wir wissen, dass der Kevin ja auch früher in einer Band gespielt hat und ja, sie waren immer bei unseren Konzerten, wir haben sie geschaut, dass wir sie unterstützen, so gut wie es geht. Und ja, das war unsere Hauptmotivation. Ja, und nehmen wir jetzt die Band Lie Untold. Und Marc, du sagst mir vielleicht gleich mal, wie kommt es zu dem Namen? Ja, die meisten Bands haben immer eine ziemlich coole Geschichte, wie es zu einem Namen gekommen und was der Name bedeutet. Aber wir haben uns eigentlich nur darum Sorgen gemacht, welchen Bandnamen das wir haben. Und dann haben wir einfach ja, mehr oder weniger Brainstorming gemacht und sind dann auf den Namen Lie Untold gekommen, weil es einfach cool klingt. Also kein tieferer Sinn dahinter? Wir haben uns zumindest noch keinen überlegt. Also noch nicht, kommt vielleicht noch. Okay, der tiefere Sinn kommt noch. Ja. Das so ist es meistens, glaube ich. Und was spielt ihr so? Wir spielen zwischen Punk und Hardrock eigentlich ziemlich vielseitig. Was hat euch dazu bewogen, heute gratis dort zu spielen? Ja, unser Sänger, der Kevin, der organisiert das dann, der macht das ziemlich super und der hat uns gefragt, ob wir da spielen möchten und das haben wir natürlich sehr gern gemacht. Der hat euch gleich eingespannt. Genau. Wir hören jetzt auch gleich was von euch, was hören wir? Eine eigene Nummer, die heißt Moment of Glory und das ist die dritte Nummer, die wir selber geschrieben haben, mit der werden wir heute unser Set eröffnen.